Herzlich willkommen zum Test-Videobericht der Haus- und Gartentest. Diesmal zum Gartenhaus einer 44 ISO der Gartenhaus GmbH. Schon für unter 1.500 Euro ist das rund 9 Quadratmeter große Blockhaus vom Internethändler Gartenhaus GmbH zu erwerben. Die Lieferung erfolgt üblicherweise binnen 2 Wochen. Die Einzelteile sind übrigens außergewöhnlich gut verpackt, sodass weder Transport- noch Feuchtigkeitsschäden zu erwarten sind. Schon vor dem Aufbau kann das Anna 44 also überzeugen, erhält bei der Verpackungsnote eine 1,0. Der Käufer kann im Übrigen auch einen Aufbauservice für 790 Euro in Anspruch nehmen. Doch schon ein erster Blick in die ausführliche Aufbauanleitung, die ebenfalls ein sehr gut erhält, lässt erahnen, dass der Aufbau alles andere als kompliziert ausfallen wird. Ohne ein geeignetes Fundament kann eine Gartenimmobilie nicht vom Bestand sein. Ob der Anwender schlichte Gehwegplatten oder ein stabiles Betonfundament verwendet, bleibt natürlich dem Kunden überlassen. Sobald aber die Lagerhölzer fest und trocken und in Waage liegen, kann schon der Aufbau der Wände beginnen. Dieser gestaltet sich dank cleverem Nut- und Federsystem denkbar einfach. Auf die ersten halben Bohlen der Vorder- und Rückwand wird über Eck die nächste Reihe aufgesetzt. Anschließend werden alle Holzbretter ineinander gesteckt. Die Aussparungen sind dabei so präzise vorbereitet, dass nicht mehr gesägt oder gehobelt werden muss. Nach der 5. Bohlenreihe kann der Türrahmen eingesetzt werden. Anschließend wird bis zum Giebeldreieck weitergestapelt. Dort lassen sich die Dachpfetten einsetzen, auf die die Dachbretter aufgenagelt werden. Nach dem Ausrollen der Dachpappe und dem Anbringen der Blenden ist der Außenaufbau abgeschlossen. Nun fehlt nur noch ein Teil der Innenausstattung, der Fußboden. Die einzelnen Bretter lassen sich abermals problemlos auf das Holzfundament nageln. Wichtig ist aber, dass die Latten nicht zu dicht nebeneinander angebracht sind. Schon 1-2 mm Platz zwischen den Brettern verhindern dabei ein Aufwölben des Bodens. Zuletzt muss nur noch für die Belüftung des Hauses gesorgt werden. Die Wände halten sonst nicht nur Wärme, sondern auch die Feuchtigkeit drinnen. Damit ist der Aufbau abgeschlossen. Dem Gartenhäuschen fehlt nun nur noch ein gewisses Etwas, nämlich etwas Farbe. Unser Testmuster wurde mit einer typisch skandinavischen Rot-Weiß-Farbkombination versehen. Welchen Anstrich das Gartenhaus erhalten soll, bleibt aber natürlich den individuellen Wünschen der Nutzer überlassen. Rundherum weiß das Gartenhaus Anna 44 ISO zu überzeugen. Mit den hochwertigen Holzbrettern und Bohlen und dem einfachen Nut-Federsystem geht der Aufbau schnell und unkompliziert vonstatten. Ein sehr gut in dieser Teilnote ist die logische Folge. Auch die mitgelieferten Kleinteile sind in mehr als ausreichender Menge vorhanden und zudem von einer durchgängig guten Qualität. Die ausführliche Aufbauanleitung lässt keine Fragen offen, auch unerfahrene Anwender werden gut angeleitet. Der Käufer erhält einen großen Gegenwert für sein Geld und dank der hohen Materialqualität, des einfachen Zusammenbaus und der ohne Frage sehr guten Funktionalität kann das Gartenhaus Anna 44 ISO der Gartenhaus GmbH das Testurteil sehr gut erreichen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Ihre Haus- und Gartentest.